herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Seliger Leben. Mein Name ist Anke Seliger und ich lege normalerweise mit euch und für euch im Seelenpartnerprozess Karten. Das wollen wir heute am Rande auch mit tun, aber es steht ein neuer Monat bevor. Wir sind jetzt schon mit dem April durch. Heute ist der letzte Tag, heute ist Walpurgisnacht und eigentlich die Nacht, wo man in den Mai tanzt. Also als in der Walpurgisnacht alle, die so ein bisschen mystisch unterwegs sind und spirituell unterwegs sind, ist das eigentlich immer ein ganz schöner Anlass, den nächsten Monat zu beginnen. Aber ja, dieses Jahr eben auch durch verschiedene Regeln noch gar keine Möglichkeit, an irgendwelchen Tänzen, auch in der freien Natur oder irgendeinem Veranstaltungsraum teilzunehmen. Nichtsdestotrotz sollten wir das Leben tanzen, also macht euch heute den Tag hübsch und schaut, dass ihr irgendwie Spaß habt, auch wenn es halt leider keine tolle Party und kein Feuertanz der Hexen irgendwo wird. Ja, weil Walpurgisnacht ist ja immer so die Zeit, sie mittelt irgendwie ein Jahr zwischen Halloween und Halloween. Ne? Also es kommt Walpurgisnacht, 6 Monate später ist Halloween und 6 Monate später zu Halloween ist wieder Walpurgisnacht. Also die zwei Daten, das ist so ganz besonders eben im mystischen Bereich, geben sich da immer so ein bisschen die Klinke in die Hand. Ich möchte heute mit euch einen Ausblick machen für den Mai. Also einfach mal schauen, was der Monat Mai uns bringt, was uns im Mai erwartet. Und es ist ja eigentlich der Wonnemonat, also kann eigentlich nur alles gut werden. Ne? Also ich muss mein Wörtchen eigentlich wegnehmen, es wird alles gut. Und wie das dann konkret aussieht, da schauen wir gleich mit den Lennys rein. Aber ich möchte nochmal nach den Energien des heutigen Tages, nach der Walpurgisnacht ganz genau mit euch schauen. Nach den allgemeinen Energien und habe mir das Portaltagsorakel der Nicole Hartmann zur Hand genommen, weil ja eben auch, also genauso wie die Portaltage, die Walpurgisnacht eine besondere Stimmung ist und ein besonderer Zugang zum Universum und man da wirklich spiritueller auch ist und sich einfach auch Energien an dem Tag verändern. Ne? Also ich habe es gerade erklärt mit alle halben Jahre bei Walpurgisnacht und Halloween. Und so ist das für alle, die eben energetisch arbeiten, auch ein ganz besonderer Tag. Ja, und nichts mit Tanzen. Ne? Also alle, die nicht tanzen können, sollen sich bitte in eine stille Position begeben. Der Buddha kam als Information: In jedem von uns schlummert ein kleiner Buddha, erwecke ihn in dir. Es geht hier um das Bewusstsein, also zu meditieren, zu räuchern, in die Stille zu gehen, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Das ist eine Tagesbotschaft aus dem Portaltagsorakel. Sehr schön. Ich mache für alle, die sich angemeldet haben, heute auch so eine gemeinschaftliche Energiegeschichte, also ein Walpurgisnacht-Ritual. Indem wir eben zusammen räuchern und verschiedene Sprüche aufsagen, aber natürlich auch die Wünsche ins Universum schicken. Und da bin ich mal gespannt, was da passiert, weil ich aus der letzten kleinen Runde schon 2 Rückmeldungen hatte, dass die Wünsche, die sie da entsprechend notiert hatten, und es bezog sich alles auf den Seelenpartner, dass die sich dann erfüllt haben, also dass die Kommunikation und das Treffen auch zustande kam und hat mich sehr darüber gefreut. Und das ging wirklich ganz flott, das war schon irgendwie den nächsten Tag schon. Gut, ich habe jetzt das Seelenreich-Orakel in der Hand von der Christina Ariana Fader. Und das Seelenreich-Orakel sagt, also deine Seele sagt dir: Tanke Kraft in der Natur und gönne dem Jäger, der Jägerin in dir eine Pause. Verbinde dich mit der Natur, wir haben Wochenende, morgen ist Feiertag, morgen kann man nicht mal einkaufen gehen, also von daher alles dicht, genügend Zeit, um rauszugehen, spazieren zu gehen, in die Natur zu gehen. Die Aufforderung für heute und die nächsten Tage: Sei viel draußen, sei in der Natur, erde dich gut, ne? Stell die Verbindung zur Mutter Erde einfach her über die Meditation, was wir gerade aus dem anderen Orakel hatten. Und ja, genieße es einfach, dich an dem frischen Grün, was es schon draußen gibt, also viele Bäume. Ich habe einen Kastanienbaum da vor der Tür, der hat richtig dicke, frische Blätter bekommen.
einige Bäume blühen schon, die Kirschen und Mandelbäumchen, die Magnolien, die blühen. Also schaut euch einfach die Natur an, erfreut euch an den Blumen, Blättern, Bienen, Schmetterlingen, sieht man auch schon. Das ist die Aufforderung für dieses Wochenende. Gut, und ich möchte heute mit euch eben eine Monatsvorschau machen, nicht nur auf die Liebe, sondern eben auch auf andere Themen. Und da fangen wir als erstes mal mit dem Beruf an. Der Beruf steht oder findet sich in den Karten auch im Anker wieder. Und da es hier um dich geht, du bist immer die weibliche Hauptperson in meiner Legung. Wo ist er? Da ist die leicht gekleidete blonde Frau. Deshalb wollen wir heute einfach mal wissen, wie sieht es bei dir für den Mai beruflich aus? Was müssen wir wissen? Was wird sich beruflich für dich ergeben? Wie geht es beruflich für dich weiter? Welche Botschaften erhalten wir? Ja, also haben vier Karten, ziehe ich immer, ne, die zwischen dem Hauptthema liegen. Und dann lösen wir das gleich mal auf. Ja, so wie es aussieht, gibt es bei dir beruflich jemanden, der eine gewisse Rivalität zu dir darstellt? Ne? Also hier ist noch eine andere Person gefallen. Das kann eine Frau sein, das muss nicht sein, aber vermutlich ist es eine weibliche Person, die in deinem beruflichen Umfeld dir bestimmte Sachen nicht gönnt oder dir vielleicht auch Ideen klaut und für ihre verkauft, die dir nicht gut tut, die das Ganze kompliziert macht, die wie die Schlange sich windet und guckt, dass sie irgendwie einen Weg findet, um dir aus dem Weg zu gehen, aber auch dir den Weg schwieriger zu machen. Ne? Also hier liegen für dich Komplikationen mit der Schlange. Und das hat mit dieser Frau zu tun. Ne? Also vermutlich eine dunkelhaarige Frau, die dir das Leben auf Arbeit schwer macht. Aber du wirst wieder in deine Kraft und deine Stärke kommen. Und du wirst auch Klarheit bekommen, denn das Universum ist bei dir. Ne? Also so Dinge wie Neid und Boshaftigkeit, alle negativen Sachen, die von dieser weiblichen Energie ausgehen, das kann das Universum auch nicht sehen. Das steht dir bei. Ne? Und steht dir als Unterstützung bei, du solltest nur ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Also im Grunde genommen, wenn man es jetzt mit den Kipperkarten deuten würde, da liegt die falsche Person. Da liegt jemand sozusagen, der dir nicht gut tut, der dir nichts gönnt, der neidisch auf dich ist, der dir versucht, beruflich einfach Steine in den Weg zu legen. Aber du umgehst das Ganze, du kommst in deine Kraft und Stärke, wirst Klarheit finden, wirst sie enttarnen können, wirst Unterstützung vom Universum dafür bekommen. Okay, spannend schon mal, was das berufliche Thema angeht. Dann schauen wir mal weiter. Was haben wir noch für Themen? Die Gesundheit. Machen wir mit der Gesundheit weiter. Auch hier suche ich oder lasse ich vier Karten springen. Na, ist ja verrückt, ne? Es sieht mir danach aus, als wenn das so ein bisschen psychische Geschichte ist, ne? Also es ist komischerweise wieder diese Dame gefallen. Und das ist ja ganz häufig so, dass wenn man in seinem Umfeld eine Person hat, die eigentlich gut tut, dass sich das eben auch auf die Gesundheit niederschlägt, ne? Und wenn man eben Krankheitsanzeichen hat oder gesundheitliche Themen hat, dann ist es ganz häufig so, dass die Seele schreit. Ne? Dass man also über die Seele oder dass die Seele sich ja nicht wehren kann und deswegen über den Körper entsprechend die Krankheiten aufzeigt. Das heißt also, ich deute das jetzt in diesem Falle hier so, dass du aus dieser Problematik der beruflichen Geschichte heraus, dass diese Frau dir nicht gut tut, dass diese Frau mit ihren negativen Energien in deinem Umfeld ist, dass du da schon so, ich sag mal, seelische Probleme hast, Schlaflosigkeit hast und dass es auch
sinnvoll wäre, deinen Körper einfach mal genau unter die Lupe zu nehmen. Ne? Also dann nochmal zu schauen, wo irgendwo was im Argen ist oder sich daraus andere Probleme entwickelt haben. Ganz häufig hat man ja dann diese Magen-Darm-Thematik, man sagt ja auch, es schlägt dann auf den Magen. Also wenn man sich zu viele negative Gedanken macht, dann sind das ganz häufig als erstes die Organe, die bestimmte Sachen zu verarbeiten haben, Magen, Darm, Leber, Niere, aber auch eben die psychische Geschichte, ne? Dass man dann einfach auch nicht mehr schlafen kann, sich zu viele Gedanken macht, leidet, Depressionen bekommt. Ne? Also so weit darf es nicht kommen und das wird es auch nicht kommen im Mai. Aber es ist schon so, dass du dich nicht so richtig fit und nicht so richtig wohl fühlst. Du wirst aber in deine Kraft und Stärke kommen und wirst das Ganze hinter dir lassen können. Ne? Also du wirst wieder Auftrieb im Laufe des Mai bekommen in gesundheitlicher Hinsicht. Gut, ne? Also pass schön auf diese Dame da auf. Irgendwas in deinem Umfeld stimmt nicht. Zeig mir Gesundheit, Beruf, was haben wir noch? Liebe machen wir gleich. Die Finanzen. Gehen wir mal noch auf die Finanzen ein. Gucken wir gleich nochmal. Ja. Dann machen wir die nächsten Karten über die Liebe. Wie sieht es finanziell bei dir im Mai aus? Welche finanziellen Themen erwarten dich? So, finanziell gesehen ist da ein bisschen Unruhe drin, ne? Bisschen Aufregung, bisschen Unruhe. Da haben ein paar Sachen nicht so funktioniert, wie du dir das vorstellst, ne? Also, du hattest vielleicht geglaubt, bestimmte Geschäfte einfahren zu können, aber das war nicht richtig. Ne? Also hier liegt die Maske, also das ist sozusagen verdeckt gewesen. Du konntest das nicht sehen, dass aus dem Geschäft nichts werden kann. Du hast dir die Hoffnung gemacht, aber es ist abgeschnitten worden. Also da gab es ein oder mehrere Geschäfte, für die du sozusagen keine Erträge einfahren wirst, wenn du selbstständig bist und demnach das nicht so funktioniert hat, wie du dir das vorstellst, aber auch im Bereich der Finanzen wird die Stabilität wiederkommen. Ne? Für den einen oder anderen auch ein beruflicher Wechsel möglich, ne? Dass man also einen Job ausgeübt hat, deswegen die Maske, der vielleicht nicht deine wahre Lebensaufgabe ist, der dich nicht erfüllt, der dich nicht glücklich macht, den du nur tust, weil es einfach um finanzielle Themen geht und mit dem Jobwechsel, also das ist durch dieses, ne, der Job, der nicht zu dir passt, wird sozusagen abgeschnitten und du wendest dich ab und gehst auf ein neues Thema, suchst dir einen neuen Job, machst dich selbstständig. Und wirst damit ankommen. Ne? Also du wirst damit Stabilität erreichen, du wirst damit ankommen. Also die finanzielle Situation für den einen oder anderen ändert sich in der Form, dass, wie gesagt, aus einigen Verträgen vielleicht nichts geworden ist, aber dann trotzdem wieder Stabilität über neue Geschäfte kommt. Für den einen oder anderen bedeutet es aber auch, dass hier ein Jobwechsel ansteht und dass der neue Job, den man dann annimmt, eher die Lebensaufgabe ist, eher das ist, was zu dir passt und alles, was man mit Liebe und Leidenschaft irgendwo tut, wird auch erfolgreich und deswegen kannst du dann auch mit dem, was du neu tust, mit deiner neuen Arbeit ankommen. Okay, wir schauen auf die Liebe. Die Liebe, die Liebe. Da soll ja der Mai besonders gut geeignet sein, sagt man. Frühling, Mai, wärmer, es findet wieder viel draußen statt. So, wie steht es um die Liebe im Monat Mai? Was passiert in der Liebe? Welche Erfahrungen machst du in der Liebe im Monat Mai? Das ist ein Meer am Genese. Ist unglaublich. Also manche Karten, die spiegeln dann einfach auch wieder, dass bestimmte Dinge passieren und
So. Ja, wir hatten gerade schon eben die Sichel und die Maske in Kombination. Auch in der Liebe ist es so, dass du was aufdeckst, dass du was enttarnst. Da fallen die Masken. Ne? Da wird das wahre Gesicht gezeigt. Da kommen Wahrheiten auf den Tisch. Vielleicht gibt es auch, die Maske hier auf dem Bild hat drei Gesichter. Vielleicht gibt es auch in der Liebe eine Rivalin. Und dementsprechend müssen die Masken fallen, damit man zur Klarheit und Wahrheit kommt und seine Liebe auch entsprechend leben kann. Ne? Vielleicht bezieht es sich auf den Seelenpartner, denn wir kommen gleich dahin. Es ist viel Zeit vergangen, in der du vermutlich keinen Kontakt zum Seelenpartner hattest, oberflächlichen Kontakt hattest, aber einfach diese Verbindung nicht so richtig gelebt werden konnte, so wie du dir das vorstellst. Ne? Und es ist jetzt an der Zeit, und das wird auch passieren, der Seelenpartner kommt wieder um die Ecke. Ne? Der Hund, das treue Wesen, ich kann es bestätigen, ich bin ja jetzt auch Hundemama, das treue Wesen kommt wieder um die Ecke, weil das rote Band, was euch verbindet, hat er hier, ne? Die Hundeleine, das rote Band, einfach zu stark ist. Ne? Und es für ihn auch an der Zeit ist, einfach mal wieder in Bewegung zu kommen. Ne? Vielleicht macht der ein oder andere, wir sind ja wieder im allgemeinen Thema, sogar eine Reise mit dem Seelenpartner. Dafür könnte das Schiff stehen. Oder für viele von euch steht es einfach dafür, dass Hindernisse überwunden werden können. Ne? Das Schiff hat die Flügel ausgespannt und fliegt über dieses Hindernis, über die Berge entsprechend hinüber. Ja, also der eine oder andere ist im Urlaub mit dem Seelenpartner, es kommen ja auch ein paar Feiertage. Vielleicht kann man dann auch in Deutschland mal wieder ein langes Wochenende Urlaub machen oder irgendwo zumindest eine Kurzreise machen. Und für den anderen, für die anderen, die jetzt nicht auf Reisen gehen mit dem Seelenpartner, werden sich so ein paar Hindernisse schon überwinden lassen. Die Sehnsucht von euch beiden ist einfach zu groß, die Verbindung ist einfach zu groß und es fallen im Mai jetzt die Masken, weil es an der Zeit ist, dass endlich was in Bewegung kommt. Sehr schön. Also das ist schon mal eine Aussage zu der Liebe. Was mir so ein bisschen fehlt, sind so die Herzkarten hier dabei. Also es geht einfach nur darum, dass wieder was in Bewegung, was ja schon eine ganz wichtige Botschaft ist. Nichtsdestotrotz möchte ich jetzt mal ganz konkret noch mit den Claire's Emotion Cards in die Herzebene schauen, auf die Gefühle schauen. Wie fühlt dein Seelenpartner? Wie fühlt er für dich im Mai? Was ist das für ein Erlebnis mit ihm? Der Seelenpartner. Bin ich. Naja, das, was ich da gerade schon wieder lese, obwohl, es hat sich gerade erübrigt. Gut, dann schauen wir mal. Auch ist eigentlich ganz schön. So, wir haben als erstes finanzielle Verluste, Kummer, Affäre, Verliebtheit, Abwarten, Beschleunigung. Okay, also aktuell plagen deinen Seelenpartner finanzielle Verluste. Ne? Haben wir bei dir auch gesehen, dass es finanziell nicht so lustig aussieht, aber bei dir kommt Stabilität rein. Er hat echt Sorgen, ne? Er hat finanzielle Sorgen und das spiegelt sich so ein bisschen auch auf die Liebe wieder und deswegen war vielleicht auch lange zwischen euch kein Kontakt, weil er einfach nicht konnte, weil er einfach für sich schauen musste, wie er das entsprechend löst. Das sind existenzielle Sachen und da kann man dann manchmal gar nicht mehr auf das Kribbeln im Bauch irgendwo hören, sondern muss einfach sehen, wie man selber erstmal das Ganze löst. Ihr hattet vielleicht bisher immer eine Affäre gehabt und er denkt auch ganz oft an diese Zeit zurück. Er liebt es, mit dir zusammen zu sein. Ne? Er liebt den Sex auch mit dir und dir nahe zu sein. Und du riechst so gut und überhaupt. Also er ist einfach Feuer und Flamme für dich. Aber er möchte nicht einfach nur eine Affäre, sondern er hat sich echt in dich verliebt. Ne? Und weil er sich in dich verliebt hat und du so lange gewartet hast auf ihn, kommt er jetzt
entsprechend Bewegung rein. Die Beschleunigungskarte ist gefallen, die sozusagen das Abwarten. Was du lange genug gemacht hast, du bist richtig gut in der Geduld geblieben, nicht immer im Vertrauen, aber du warst wirklich geduldig und hast ihm Zeit gelassen und hast gedacht, okay, was ist denn das jetzt? Jetzt gucke ich einfach mal nach mir. Und das wird jetzt honoriert. Ne? Also es kommt Bewegung rein, der Seelenpartner kommt in Bewegung und ja, er gibt dir zu verstehen, dass du nicht nur eine Affäre für ihn bist, sondern dass da auch Gefühle eine Rolle spielen, dass er sich verliebt hat. Sehr schön. Ja. Haben wir doch eine schöne Botschaft bekommen, ne? Ich schaue jetzt nochmal in die Engel der Liebe. Liebe Engel der Liebe, habt ihr noch eine Botschaft für uns? Wollt ihr uns noch etwas sagen, liebe Engel? Ups. Da haben wir drei Karten. Ach, und keine Überraschung dabei. Die erste Karte war, die Chemie stimmt. Es besteht eine starke magnetische Anziehungskraft. Ne? Da braucht sich irgendwie keiner drum Gedanken zu machen. Das wusstest du vorher, bevor diese Karte gefallen ist. Du weißt auch, dass es eine Past-Life-Beziehung ist und dass ihr euch schon früher gekannt habt, dass ihr euch schon früher geliebt habt und dass es vermutlich in einer früheren Inkarnation schon schwer für euch beide war, eine Liebe zu leben, beziehungsweise es vermutlich unmöglich war, weil es jetzt sich wieder schwierig gestaltet und ihr alle beide jetzt diese Aufgabe bekommt, diese Sache zu lösen. Also es ist eigentlich ziemlich klar, dass es aus irgendwelchen Gründen in vergangenen Inkarnationen nicht möglich war. Du sollst aufgeschlossen bleiben. Dein Seelengefährte unterscheidet sich vielleicht von deinem normalen Typ und deinen Erwartungen. Ja, Seelenpartner sind anders. Sind nicht zwingend immer die, die man früher so als Wunschpartner irgendwo im Kopf hatte. Also rein schon von der Optik her, dass man irgendwie vielleicht auf einen ganz anderen Typ sonst bestanden hat. Aber sie sind eben auch im Verhalten anders. Ne? In der Anfangsphase, in den ersten Phasen des Seelenpartnerprozesses ist das alles wunderschön, weil nach kurzer Zeit sehr vertraut und sehr, sehr eng miteinander, sehr intensiv, sehr tiefe Gespräche, sehr tiefe Gefühle. Und dann kommt die komplizierte Phase, in der es einfach heißt, Vertrauen zu haben und dabei zu bleiben und nicht den Mut zu verlieren und nicht das Vertrauen zu verlieren, weil eben alles plötzlich kompliziert wird, weil irgendwelche Themen hochkommen, ob das jetzt beruflicher, finanzieller Natur ist, ob das noch die andere falsche Person ist, die Rivalin ist sozusagen, wo an seiner Seite noch eine Frau auftaucht oder. Ne? Aber auf jeden Fall ist es dein Seelengefährte, es ist dein Seelenpartner, es ist deine Seelenliebe, es ist dein zweiter Teil deiner Seele. Ihr merkt, dass die Seelen zusammenpassen und deswegen sollst du aufgeschlossen bleiben, immer schön positiv bleiben. Im Mai wird was passieren. Also für alle die, die jetzt noch nichts gehört haben von dem Seelenpartner, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass ihr den Kontakt zueinander finden werdet. Und es sieht eben danach aus, als wenn ihr auch schon erste Hindernisse überwinden könnt oder der ein oder andere, wie gesagt, auch in den Urlaub fährt mit seinem Seelenpartner. Gut, also ich mache heute Abend einmal Purgisnachtsritual für alle, die sich anmelden wollen. Das ist bis 22 Uhr noch möglich, also ich werde über Mitternacht heute, ich denke mal von 23.23 Uhr an, ein Ritual durchführen bei Purgisnacht. Und wer mag und daran teilnehmen möchte, ihr findet unten die entsprechenden Informationen. Auf jeden Fall ist es dann wichtig, dass ihr mir noch euren Namen, euer Geburtsdatum und das vom Seelenpartner übersendet und auch eure Wünsche aufschreibt, die wir ins Universum schicken sollen. Ja, und wenn das so in Gemeinschaft passiert, ist das energetisch immer ein ganzes Stück wirkungsvoller. Und ja, ich freue mich schon drauf, heute Abend mit euch zu räuchern. Ansonsten habe ich vom Gewinnspiel schon etwas erzählt. Das läuft ja jetzt schon ein paar Tage. Findet ihr auch nochmal Informationen unter dem Video. Die Auslosung werde ich morgen im Laufe des Tages entsprechend vornehmen. Also ihr könnt auch da bis morgen Mittag gern noch euch anmelden über meine WhatsApp-Nummer oder über meine E-Mail-Adresse.
Okay, ihr Lieben, das war's für heute. Ich wünsche euch einen tollen Mai, auch wenn wir nicht in den Mai reintanzen. Wobei, also vielleicht, also ich bestimmt mit Klangschale und Trommel heute beim Räucherritual. Aber vielleicht legt der ein oder andere von euch auch eine nette Musik auf, weil Tanzen ist einfach Leben. Ne? Tanzen ist Lebensfreude und Tanzen bringt Schwung. Und Tanzen ist eine wunderbare Möglichkeit, um das Leben zu leben. Also ihr Lieben, macht's gut, bis bald. Tschüss.